Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Seherinnen des YouTube-Kanals der Zeitschrift International. Hier spricht wieder Fritz Edlinger. Das ist ein kurzer Vorspann zu einem längeren Video unseres deutschen Freundes Michael Lüders, der vor wenigen Tagen auf seinem eigenen YouTube-Kanal unter dem Titel Wasteland ein langes Video aufgenommen hat, mit dem er sich vor allem mit der Situation im Nahen Osten, spezifisch mit Israel, Palästina, mit dem seit vielen, vielen Monaten laufenden Krieg gegen Gaza, Westbank, inzwischen also schon Libanon und Syrien befasst hat. Es ist dazu nichts zu sagen. Dieses Video ist wie die meisten Ansprachen und Referate von Michael Lüders einfach ausgezeichnet und dem ist kaum etwas inhaltlich hinzuzufügen. Ich möchte nur aus meiner Sicht noch eine Bemerkung anfügen. Bekanntlich ist unsere Zeitschrift, ist auch unser YouTube-Kanal Made in Austria. Wir haben aber sehr viele Hörerinnen und Seherinnen in den anderen deutschsprachigen Gebieten und Staaten Mitteleuropas, also vor allem in Deutschland und in der Schweiz. Und ich möchte mich daher ganz spezifisch auf die Hörerinnen und Seherinnen in Österreich und in Deutschland wenden. Denn unsere Regierungen haben zum israelisch-palästinensischen Konflikt eine inakzeptable, inzwischen skandalöse Haltung. Unter dem Hinweis auf die historischen Entwicklungen, auf die Verbrechen, die also vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus gegen Juden in Österreich, in Deutschland, also unter dem Nazi-Hitler-Regime angestellt worden sind, wird völlig ausgeklammert, was sich seit 1948, seit der Entstehung des jüdischen Staates Israel in der Region abspielt. Die Verbrechen, die während des Nationalsozialismus an den Juden begangen worden sind, sind durch nichts zu entschuldigen, durch nichts zu erklären. Das sind historische Verbrechen und da gibt es keine Diskussion darüber. Aber es kann doch nicht sein, dass diese Verbrechen, die Mitteleuropäer, deutschsprachige, deutsche Österreicher und ihre sonstigen Alliierten an den Juden begangen haben, das jüdische Volk, vor allem den Staat, den jüdischen Staat Israel, für ewig in eine Situation begeben haben, die in Wirklichkeit alles, was jüdische, israelische Menschen, Soldaten, Politiker anstellen, dann sakrosankt ist. Das ist einfach nicht akzeptabel. Das eine hat mit dem anderen unmittelbar nichts zu tun. Und daher ist die Haltung, die in der deutschen Bundesregierung in Deutschland als Staatsräson sogar irgendwie in der Verfassung verankert, die ist in Österreich nicht ganz so formell, aber de facto genauso inakzeptabel. Wir können die Geschichte nicht korrigieren, die Geschichte, die unsere Vorvorfahren, die Verbrechen, die unsere Vorvorfahren in der Geschichte begangen haben, sind einzigartig und da gibt es keine Erklärung und keine Entschuldigung. Aber genauso ist es inakzeptabel in Wirklichkeit, die inzwischen unerträglichen Verbrechen, die die israelische Armee, geführt von einer rechtsradikalen, faschistoiden Regierung in Israel an den Palästinensern und inzwischen nicht nur an den Palästinensern, sondern auch an Libanesen, an Syrer begehen, einfach vergessen werden können. Das ist inakzeptabel und daher gerade in den letzten Wochen und Monaten sind die politischen Aussagen und die politischen Aktionen unserer beiden Regierungen ein Skandal und muss als solcher bezeichnet werden. Der eine Skandal besteht darin, dass die deutsche Regierung
angesichts ihrer Staatsräson nach wie vor Waffen, Munition an Israel, an die israelische Armee liefert, um weiterhin Völkerrechtsverbrechen, genozidale Aktionen in Gaza, aber inzwischen auch im Libanon durchführt. Das ist inakzeptabel. Genauso inakzeptabel ist die Haltung des neutralen Österreichs. Österreich kann zwar als neutraler Staat keine Waffen und keine kaum eine Munition nach Israel liefern, aber Österreich ist inzwischen schon in manchen diplomatischen Bereichen noch israelfreundlicher als Deutschland selbst, indem es bei UNO-Abstimmungen, bei Erklärungen, wie zum Beispiel bei der jüngsten Erklärung zu dem Beschluss des israelischen Parlaments zur Erklärung des UNO-Palästina-Hilfswerk als terroristische Organisation und mehr oder minder zur Schließung sämtlicher Aktionen und Aktivitäten der UNRWA in Palästina. Und Österreich hat dazu nicht einmal irgendeine Stellungnahme abgegeben. Deutschland hat zumindest eine Stellungnahme abgegeben. Aber in den UNO-Beschlüssen ist Österreich zum Teil noch radikaler pro-israelisch als Deutschland. In diesem Zusammenhang, bitte schaut euch dieses Video an, es spricht für sich. Nehmt aber zusätzlich noch als Deutsche, als Österreicher in Wirklichkeit auch mit Scham und mit Empörung zur Kenntnis, dass unsere Regierungen im Moment offensichtlich aus der Geschichte absolut nichts gelernt haben. Und wenn sie etwas gelernt haben, dann ziehen sie die komplett falschen Beschlüsse. Entweder gibt es Völkerrecht und Menschenrecht, das für alle Völker und für alle Menschen auf der Welt gilt, oder es gibt es das nicht. Offensichtlich sind unsere beiden Bundesregierungen der Meinung, dass es das nicht mehr geben kann, weil es gibt solche und solche. In diesem Sinn, herzlichen Dank für euer Interesse. Schaut euch dieses Video von Michael Lüders an und wir werden uns sehr bald auch wiederum mit eigenen Produktionen auf diesem Kanal melden. In diesem Sinn, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Schönen guten Tag und hallo. Fangen wir an mit dem Gazastreifen. Im Gazastreifen sind im Verlauf des Monats Oktober 2024 knapp 1500 Menschen getötet worden. Allein im Zeitraum vom 24. bis zum 29. Oktober, also innerhalb von weniger als einer Woche, sind laut Angabe der UN-Hilfsorganisation OCHA in insgesamt 7 Angriffswellen 345 Menschen, vor allem im Norden des Gazastreifens, getötet worden. Und zwar ausschließlich durch Angriffe der israelischen Luftwaffe auf Wohngebäude und Schulen, die als Flüchtlingsunterkünfte dienten. In der Wahrnehmung Israels handelt es sich dabei natürlich um Zufluchtsstätten von Hamas-Terroristen. Offizielle Lesart zufolge ist ja die Hamas eine Organisation, die die Zivilbevölkerung zu Geiseln nimmt. Und insofern sei die Hamas selber verantwortlich dafür, wenn hier auch Zivilisten stürben. Seit dem 1. Oktober 2024 lässt Israel keine Hilfsgüter mehr in den Norden des Gazastreifens. Der Gazastreifen ist durch die israelische Armee quasi zweigeteilt worden in Nord und in Süd und die Region nördlich des sogenannten Netzarim-Korridors. Dort befinden sich etwa 400.000 Menschen, die, wenn man so will, gefangen sind, die im Augenblick nicht gut in Richtung Süden gehen können. Das wollen sie vielfach auch gar nicht, weil sie schon zu oft von Nord nach Süd und von Süd nach Nord und wieder zurück vertrieben worden sind. Viele ziehen es vor, dort zu sterben, anstatt sich ein weiteres Mal vertreiben zu lassen. Jedenfalls ist die Situation im Norden des Gazastreifens so, dass etwa 400.000 Menschen gegenwärtig keinen Zugang mehr haben zu Nahrungsmitteln und Trinkwasser. 400.000 Menschen sind in einer furchtbaren Situation. Israel lässt keine Hilfsgüter mehr dorthin. Es bräuchte täglich etwa 250 LKW-Ladungen, um die Menschen dort mit dem Notwendigsten zu versorgen.
aber es gelangen keine Lkw mehr in den Norden des Gazastreifens. Lediglich einmal wurden noch mal 10 Lkw durchgelassen, eine rein symbolische Maßnahme auf amerikanischen Druck hin. Warum passiert das? Dazu muss man sich die israelische Strategie vor Augen führen, insbesondere den sogenannten Generalsplan. Ich habe darüber schon an anderer Stelle Auskunft gegeben, aber ich möchte es hier nochmal wiederholen, weil das im Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit in Deutschland überhaupt nicht präsent ist und weil natürlich die hiesigen Medien darüber auch nicht ernsthaft berichten. Der Generalsplan, er sieht vor, dass im Grunde genommen der Norden des Gazastreifens komplett von der dortigen Bevölkerung bereinigt werden soll. Die Menschen sollen in den Süden des Gazastreifens vertrieben werden. Das Ziel ist, den Druck zu erhöhen auf die Menschen im Gazastreifen, auf die internationale Staatengemeinschaft, um sich dieser Palästinenser endlich anzunehmen. Idealerweise sollen sie ins Ausland vertrieben werden. Und der erste Schritt zur Verwirklichung dieses Planes, dieses Generalsplans, ist die Vertreibung der Menschen aus dem Norden in Richtung Süden. Und Giora Eiland, der vormalige nationale Sicherheitsberater, hat diesen Plan maßgeblich entworfen und hat im Sommer zu Protokoll gegeben, dass es das Ziel sein müsse, die Menschen zur Flucht in den Süden zu veranlassen und wer bleibe, gelte als Terrorist und werde entweder erschossen oder verhungere. Originalton Giora Eiland. Und es ist ein Irrtum anzunehmen, dass es sich hier um einige Extremisten handelt, die so denken würden, während die übrigen Teile der israelischen Regierung verzweifelt bemüht wären, eine Friedenslösung herbeizuführen. Das ist nicht der Fall. Das ist Teil der offiziellen israelischen Strategie im Gazastreifen, diesen von Nord nach Süd ethnisch zu säubern. Und es gab parallel zu diesen ganzen Überlegungen kürzlich ein Treffen von israelischen Ultrarechten unter Teilnahme von Ministern und maßgeblichen Politikern Israels, wo man dafür plädiert hat, dass der Norden des Gazastreifens innerhalb eines Jahres jüdischer Besiedlung erneut zugänglich gemacht werden solle. Das setzt natürlich voraus, dass die Palästinenser bis dahin vertrieben sein werden. Und im Übrigen hat man laut darüber nachgedacht, die Grenzen Israels neu zu ziehen. Idealerweise sollten die Grenzen Israels, wie es dort hieß, vom Euphrat bis zum Nil reichen, also von Bagdad bis nach Kairo. Das wird sich sicherlich in dieser Form nicht verwirklichen lassen, aber es zeigt halt, wie die Politik in Israel tickt und man hüte sich vor der Illusion, dass dies lediglich einige wenige Extremisten wären in der israelischen Regierung, die so tickten, während die übrige Bevölkerung in Israel auf ein friedliches Miteinander mit den Palästinensern setzen würden. Das ist nicht der Fall. Diese extremistischen Fantasien werden von weiten Teilen der israelischen Öffentlichkeit geteilt und würde es morgen oder in einer Woche Wahlen geben in Israel, würde Netanyahu erneut diese Wahlen haushoch gewinnen, weil es gut ankommt, dass er mit eiserner Hand gegen die Palästinenser, gegen den Libanon und gegen den Iran vorgeht. Dazu gleich noch mehr. Aber bleiben wir noch kurz im Gazastreifen. Es ist also eine furchtbare Situation und die Lage ist wirklich katastrophal, insbesondere deswegen, weil die israelische Luftwaffe vorsätzlich und bewusst die medizinische Infrastruktur im Norden des Gazastreifens fast vollständig zerstört hat. Und es ist interessant, was hier Joyce Messuja zu Protokoll gegeben hat. Sie ist die Unterstaatssekretärin für humanitäre Angelegenheiten und internationale Hilfsorganisation der Vereinten Nationen. Und sie gab also Folgendes im Ende Oktober zu Protokoll. Sie sagte, es sind die letzten noch verbliebenen Krankenhäuser, soweit sie noch operieren, getroffen worden. Medizinische Hilfskräfte wurden inhaftiert und Hilfskräfte wurden militärisch daran gehindert oder unter Einsatz von Waffengewalt, Menschen, die unter den Trümmern zusammengestürzter Gebäude festsaßen, zu befreien. Zufluchtsorte, wo die mehrfach schon vertriebenen Menschen versucht haben, unterzukommen, wurden zwangsgeräumt und niedergebrannt. Familien wurden getrennt. Männer wie auch Jungen wurden auf die Ladeflächen von Lkw verbracht und an einen unbekannten Ort abtransportiert.
Wahrscheinlich handelt es sich dabei um Folterzentren der israelischen Armee in der Negev-Wüste, wie etwa Sdeit Humayn, wo man dann eben diese Leute entsprechend befragt bzw. Auch zu Tode foltert. Auch das kommt vor. Und hinzu kommt, dass natürlich zehntausende Menschen immer wieder einen neuen Zufluchtsort suchen müssen. Also eine furchtbare Situation, was aber im Grunde genommen in den westlichen Hauptstädten, zumindest in Deutschland, lässt sich das klar festhalten, aber es gilt auch für andere westliche Hauptstädte, wenig Reaktionen auslöst. Am 25. Oktober hat die israelische Armee das letzte noch auf niedrigstem Niveau funktionierende Krankenhaus im Norden des Gazastreifens, das Kamal al-Adwan Krankenhaus, angegriffen und hat zahlreiche Patienten dort verhaftet. Sie waren teilweise schwer verletzt, sie wurden trotzdem aus ihren Betten gezogen und entführt. Das Gebäude wurde erst bombardiert, dann angegriffen und dann sind die Soldaten dort rein und haben wirklich in einem Akt des Vandalismus den größten Teil der Krankenhauseinrichtungen einschließlich der medizinischen Geräte zerstört. Die führenden Ärzte wurden verhaftet und ebenfalls abtransportiert. Wohin weiß man nicht. Vermutlich aber, man weiß das aus anderen Vorkommnissen dieser Art, werden sie ebenfalls in Foltergefängnisse verbracht, um sie dort mental zu brechen. In diesem Zusammenhang ist auch die Sauerstoffversorgung in diesem Krankenhaus zusammengebrochen, also Patienten, die zusätzlich mit Sauerstoff versorgt werden müssen, können nicht mehr versorgt werden. Zahlreiche Kinder sind in dem Zusammenhang gestorben. Die Bilder, die man gesehen hat, natürlich nicht im deutschen Fernsehen, aber beispielsweise auf Al Jazeera, sind wirklich herzzerreißend. Das ist ein Akt des Vandalismus, das hat mit militärischer Notwendigkeit nichts zu tun. Das ist ein Akt des Staatsterrorismus. Es ist nichts anderes als das. Es ist der Versuch, den Palästinensern klar zu signalisieren, wir sind nicht hier, um gegen die Hamas Krieg zu führen, sondern wir sind hier, um gegen euch Krieg zu führen, weil ihr Palästinenser seid, weil ihr Angehörige eines Feindesvolkes seid. Und wir stehen im Begriff, euch zu vernichten, sofern ihr nicht klug genug seid, in Richtung Süden zu gehen und dann von dort aus in andere Länder verschwinden. Es ist in diesem Zusammenhang interessant, auch auf folgenden Zusammenhang hinzuweisen. Einer der größten Angriffe der Israelis im Norden des Gazastreifens ereignete sich am 27. Oktober. Rund 100 Menschen wurden dabei getötet. In hiesigen Medien war davon so gut wie nichts zu vernehmen. Stattdessen im Fokus der Berichterstattung an jenem Tag stand ein Attentat. Ein israelischer Palästinenser, ein Palästinenser mit israelischem Pass, ist mit einem LKW in eine Menschenmenge in Tel Aviv gefahren. Eine Person ist dabei getötet worden. Der Fahrer wurde seinerseits erschossen. Das war Aufmacherthema in zahlreichen Nachrichtensendungen jenes Tages am 27. Oktober. Das passt ja auch ins Bild, nicht? Israel will in Frieden leben, aber immer wieder sucht Israel der Terrorheim. Und es ist doch völlig klar, angesichts dieser Situation hat Israel alles Recht der Welt, sich zu verteidigen. Also ein getöteter Israeli, das ist sozusagen ein großes mediales Thema, aber 100 getötete Palästinenser am selben Tag, das spielt nicht die geringste Rolle. Natürlich in dieser Wahrnehmung spielt auch Rassismus eine Rolle, weil getötete Araber haben eben nicht dieselbe Wertigkeit wie getötete Israelis oder auch getötete Ukrainer. Ich sage das ohne jeden polemischen Unterton, das ist eine sachliche Feststellung, das ist einfach so. Und man kann sich vorstellen, wie die Menschen sich fühlen müssen, die Palästinenser insbesondere, angesichts dieses Verrates westlicher Staaten, allen voran der USA und Deutschlands, die ja sonst nicht müde werden, aus sich auf ihre Werte zu berufen, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Aber wie gesagt, es ist immer eine sehr zielgerichtete Wahrnehmung, es gibt hier die Guten und da die Bösen und dementsprechend ist es eben auch ein Unterschied, wer da nun getötet wird. Die deutsche Wahrnehmung besteht weitgehend aus Realitätsverleugnung. Ein schönes Beispiel dafür
ist der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Istanbul, wo er zu einem Arbeitsbesuch war. Und da wurde er in dem Zusammenhang auch gefragt von einem Journalisten, wie er denn zum Völkermord in Gazastreifen stehe. Und der Kanzler sagte dann, er könne nicht wahrnehmen, dass es dort einen Völkermord gäbe. Nun kann man diese Aussage, ohne ironisch werden zu wollen, natürlich in zweierlei Hinsicht deuten. Man kann sagen, er ist mental nicht in der Lage zu verstehen, was da vor sich geht. Oder aber er will es nicht wahrhaben, was dort passiert. So oder so, es war natürlich eine törichte Aussage. Er hätte auch sagen können, den Begriff Völkermord möchte ich als deutscher Kanzler aufgrund der jüngeren deutschen Geschichte nicht verwenden. Aber ich sehe natürlich auch mit Sorge, was dort geschieht. Hätte er es so rumformuliert, dann wäre er aus dem Schneider gewesen. Auch im globalen Süden, in der arabisch-islamischen Welt, hätte man wahrscheinlich verstanden, dass er als Deutscher da nun eben in einer besonderen Position ist. Aber quasi zu sagen, Völkermord im Gazastreifen, come on, you are kidding, ihr müsst doch hier, das kann doch gar nicht wahr sein. Nein, das gibt's doch gar nicht. Ja? Und diese Realitätsverleugnung, die wird uns Deutschen, wird uns in Deutschland noch massiv auf die Füße fallen. Die Verachtung, die Deutschland weltweit entgegenschlägt, in der arabisch-islamischen Welt sowieso, von Marokko bis Indonesien, aber auch im globalen Süden, ist so immens groß, dass wir dafür auch noch einen ökonomischen Preis zahlen werden. Die hiesigen Entscheider und Meinungsmacher nehmen das natürlich nicht wahr, das interessiert die auch nicht. Aber wenn man mit deutschen Geschäftsleuten oder Diplomaten spricht, die sind entsetzt und sehen voller Sorge, wie das Image von Deutschland innerhalb von einem Jahr massiv in den Keller gegangen ist, aufgrund der einseitigen Parteinahme zugunsten Israels und der völligen Realitätsverleugnung angesichts des Genozids im Gazastreifen. Und natürlich ist es ein Völkermord, der hier stattfindet, denn wenn 400.000 Menschen im Gazastreifen über Wochen und Monate hinweg weder Lebensmittel noch Wasser erhalten, dann ist doch völlig klar, dass diese Menschen zum Abschuss, zum Sterben freigegeben worden sind. Und sie werden sterben. Nicht alle, aber sehr viele von ihnen werden sterben. Es werden am Ende mehr Palästinenser durch Hunger, Durst und Krankheiten sterben, als durch die Bomben, die in den letzten Monaten, in den letzten 12 Monaten gefallen sind. Und noch in Jahrzehnten werden Palästinenser sterben, durch diese Gewaltorgie der Israelis, durch die Bombardierungen. Warum? Durch den Asbest, der freigesetzt wurde, durch die massiven Explosionen. Über Wochen hinweg lag ja Staub in der Luft des Gazastreifens und dieser Staub enthält extreme Asbestkonzentrationen. Das alles schlägt sich nieder in den Lungen der Betroffenen und noch in Jahrzehnten werden Menschen infolge dieser Bombardements sterben, was natürlich, wie soll man sagen, schuld ist die natürlich die Hamas, die die Zivilisten zu Geiseln genommen hat. Also ganz schlimm, ganz furchtbar. Aber die Menschen sterben weiterhin und wir wollen es nicht zur Kenntnis nehmen. Und man kann das zur Kenntnis nehmen, ohne sich deswegen etwas zu vergeben. Der norwegische Premierminister Jonas Gahr Støre erklärte am 28. Oktober Folgendes. Er sagte, dass der Krieg Israels in Gaza, Zitat, barbarisch sei und die Lage dort selbst im Gazastreifen sei alarmierend und dramatisch. So der norwegische Premierminister Jonas Gahr Støre. Und jetzt vergleichen Sie das mal mit der Ausnahme, mit der Aussage von Kanzler Scholz. Ja? Er hätte genau wie Støre auch sagen können, es ist barbarisch, was dort stattfindet im Gazastreifen. Er hätte es sagen können, aber er zieht sich grinsend zurück auf den Standpunkt. Ich kann nicht erkennen, dass da ein Völkermord geschieht. Ich kann nicht erkennen, dass da irgendein Unrecht geschieht. Und wenn, wie gesagt, im Zweifel, das hat er nicht gesagt, aber die Logik ist ja immer klar, im Zweifel, die Hamas ist schuld. Es ist der Terror, gegen den sich Israel verteidigen muss. Und dann kommt der Verweis auf den 7. Oktober 2023, als ob dieser Großangriff der Hamas ein Freibrief enthielte für Israel, einen Genozid zu begehen im Gazastreifen. Und es ist ein Völkermord, denn es wird hier vorsätzlich und bewusst Hunger, Durst und der Entzug von medizinischer Versorgung eingesetzt als Kriegswaffe, um die Menschen dort in die Knie zu zwingen. Das Ziel ist die ethnische Säuberung des Gazastreifens. Möglichst viele Menschen sollen sterben oder aber ins Ausland abgeschoben werden. Die Schwierigkeit ist natürlich nur aus israelischer Sicht, dass es keine Länder gibt, die diese 2,3 Millionen Palästinenser aus dem Gazastreifen aufnehmen werden. Vielleicht einige 10.000 werden aufgenommen, aber eben nicht die große Masse.
Und ich vermute, die Strategie besteht darin, ein so großes Elend zu produzieren, dass dann die israelische Seite mit als Erste sagen wird, mein Gott, die Welt muss handeln angesichts des Elends im Gazastreifen. Die Welt ist gefordert, diesem Elend ein Ende zu bereiten. Das kann doch nicht weitergehen, dieses sinnlose Sterben. Und es wird in diese Richtung sicherlich propagandistische Kampagnen geben mit dem Ziel, die Leute irgendwohin zu verschicken. Es ist jedenfalls nicht vorgesehen, die Lage im Gazastreifen zu beruhigen. Die israelische Armee hat nicht die Absicht, von dort abzuziehen. Es wird keine politische Lösung geben für den Gazastreifen. Die Israelis werden sich dauerhaft dort festsetzen und werden im Grunde genommen den Palästinensern nur die Wahl lassen, entweder zu leben wie die Tiere oder aber erschossen bzw. bombardiert zu werden, zu verhungern bzw. zu verdursten, an Krankheiten zu sterben oder aber eben endlich ins Ausland zu gehen. Und wohin die Reise geht, kann man auch daran ermessen, dass die Knesset, das israelische Parlament, am 28. Oktober zweierlei getan hat. Es hat das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge, die UNRWA, zur Terrororganisation erklärt. Israel ist sehr generös daran, die Vokabel Terror zu verwenden. Die Vereinten Nationen sind ja aus Sicht des vormaligen israelischen Botschafters bei den Vereinten Nationen ebenfalls eine Terrororganisation. Jeder, der nicht die Groß-Israel-Ideologie teilt, der israelischen Regierung, ist im Zweifel Terrorist. So eben auch die UNRWA, das Hilfswerk der Vereinten Nationen. Diese Organisation wurde also zur Terrororganisation durch die Knesset erklärt und sie muss ihren Dienst in den besetzten Gebieten und in Israel zum 1. Januar 2025 einstellen. Das wurde auch in deutschen Medien vermeldet, mehr aber auch nicht. In der Regel wurde nicht eingeordnet, was das bedeutet. Ich sprach ja davon, dass hier ein Völkermord stattfindet. Es ist ein Völkermord. Und diese Bezeichnung der UNRWA als Terrororganisation und das Beenden derer Tätigkeit im Gazastreifen insbesondere, aber auch im Westjordanland in Ostjerusalem, in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten, hat natürlich dramatische Folgen. Denn wer soll eigentlich die Versorgung der Menschen im Gazastreifen leisten? Die UNRWA ist mit mehreren 10.000 Angestellten ja nicht allein zuständig für die Gesundheitsversorgung, für die Bildung und für die Versorgung mit dem Lebensnotwendigsten, was deswegen erforderlich ist, weil Israel nie die Absicht hatte, die Gründung eines palästinensischen Staates zuzulassen, sondern immer nur viel geredet wurde und derweil hat man Fakten geschaffen durch Siedlungsbau oder eben durch die Abriegelung des Gazastreifens ab 2007 als Reaktion auf den Wahlsieg der Hamas im Jahr davor bei den letzten Parlamentswahlen, die es gegeben hat für das palästinensische Parlament. Seither hätte es keine Wahlen mehr gegeben, weil wenn es freie Wahlen gäbe, dann würde die Hamas wieder gewinnen. Warum? Nicht, weil die Palästinenser Terroristen wären, sondern weil sie die israelische Besatzung nicht länger ertragen und weil die palästinensische Autonomiebehörde unter Mahmoud Abbas im Grunde genommen nur noch auf dem Papier existiert, ein williger Vollstrecker ist der israelischen Besatzungspolitik. Sie hat ihre Unterstützung in weiten Teilen der palästinensischen Bevölkerung verloren. Wenn also die Tätigkeit der UNRWA eingestellt werden wird, dann wird es keinen Beitrag mehr geben, also kein Schulwesen mehr geben können in den palästinensischen Gebieten, keine Sozialfürsorge, keine Versorgung mit sozialen Dienstleistungen, mit Lebensmitteln und mit Wasser. Das läuft dann de facto hinaus auf ein Todesurteil für die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen. Natürlich wird die israelische Seite sich etwas einfallen lassen, was man stattdessen macht. Und es gibt Überlegungen, privaten Dienstleistern zu ermöglichen, dort zu operieren. Die werden dann ein Minimum an Lebensmittelversorgung möglicherweise aufrechterhalten. Aber es ist völlig klar, dass durch die Beendigung der Tätigkeit der UNRWA die Israelis carte blanche haben, erstens noch mehr Palästinenser zu massakrieren als bisher schon und vor allem ihre Vertreibungsfantasien von Nord in Richtung Süd konsequent durchzusetzen nach dem Motto, Futter gibt's nur im Süden. Jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr kommt oder ob ihr nicht kommt. Und wenn ihr oben bleibt, seid ihr Terroristen, dann, Zitat, Giora Eiland, dann habt ihr die Wahl. Könnt ihr wählen, ob ihr erschossen werdet oder verhungert. Es gibt schon seit langer Zeit Versuche der israelischen Regierung, die UNRWA zu diskreditieren als Terrororganisation und so weiter und verstärkt seit dem 7. Oktober 2023. Und der Vorwurf lautete immer, dass die UNRWA eine Vorhutorganisation sei der Hamas. Diese Behauptung steht seit Monaten im Raum.
Die Vereinten Nationen, ich habe das detailliert nachgewiesen in meinem Buch Krieg ohne Ende, kann man das nachlesen. Die Vereinten Nationen haben immer wieder von der israelischen Seite verlangt, sie mögen doch für ihre Behauptung mal Belege beifügen. Diese Belege hat Israel bis heute nicht beigefügt, es gibt sie auch nicht. Stattdessen hat Israel zahlreiche Mitarbeiter der UNRWA entführt, rauf und runter gefoltert in den entsprechenden Gefängnissen, mit der Aufforderung, sie mögen gestehen, am Angriff des 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Das will ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter ausführen, können Sie lesen in meinem Buch Krieg ohne Ende. Das ist also das, was die Israelis tun. Das ist im Grunde genommen, wenn es noch eines Beweises bedürfte, dass die Israelis in Richtung genozidaler Politik ihre Ausrichtung lenken wollen, dann ist dieses Verbot einer der Aktivitäten der UNRWA im Gazastreifen eigentlich der letzte Beweis, dessen es bedarf. Und ich bin mir auch sicher, dass die Völkerrechtsklage Südafrikas gegen Israel wegen Völkermordes auf der Grundlage des Einsatzes von Hunger als Waffe dadurch neuen Schub bekommen wird. Was natürlich die israelische Regierung nicht weiter betrübt, weil sie genau weiß, dass es völlig egal ist, was die Vereinten Nationen oder irgendein internationaler Gerichtshof beschließt oder nicht beschließt. Die USA und Deutschland sind uneingeschränkt, stehen sie hinter Israel. Gut, die übrigen Freunde, die Israel noch hat in der Welt, die lassen sich wahrscheinlich an den Fingern einer Hand abzählen. Aber das Land ist mächtig, es wird militärisch unterstützt, uneingeschränkt aus den USA und aus Deutschland. Und insoweit kann man erstmal gut damit leben, mit irgendwelchen Zwangsmaßnahmen von außen. Es ist übrigens ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht und ein Verstoß gegen UN-Normen, dass Israel die Tätigkeit der UNRWA verbietet. Aber wie so vieles, was mit den Vereinten Nationen zu tun hat, Israel ignoriert das und sagt sich, wir machen, was wir wollen. Jetzt müsste man vielleicht noch mal darauf verweisen, ich habe ja eben schon darauf hingewiesen, dass die mediale Berichterstattung in Deutschland und das, was real vor Ort passiert, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind, beziehungsweise dass die größten Atrocities, die größten Menschheitsverbrechen, die stattfinden, in den hiesigen Medien ja kaum noch erwähnt werden. Der Gaza-Krieg findet de facto in den hiesigen Medien nur noch sehr am Rande statt. Hier nochmal ein schönes Beispiel, wie Medien ganz andere Fokussierungen setzen können. Am 29. Oktober, also einen Tag nach dem Beschluss der Knesset, die Tätigkeit der UNRWA einzustellen und zu verbieten, gab es bei verschiedenen israelischen Angriffen an einem einzigen Tag 143 Tote im Gazastreifen, die meisten davon im Norden und hier insbesondere in Beit Lahia, ganz im äußersten Norden gelegen. Das ist, wie gesagt, der Versuch, die Palästinenser in die Flucht in Richtung Süden zu treiben. Am selben Tag gab es weitere 77 Tote im Libanon durch israelische Luftangriffe dort selbst, also über 200 Tote an einem einzigen Tag. Das ist ja eine beträchtliche Zahl. In deutschen Medien war davon so gut wie nichts zu vernehmen. Der Fokus stand stattdessen in der hiesigen Berichterstattung zum Thema Nahe Osten auf den Deutsch-Iraner Jamshid Shammat, also jener Deutsch-Iraner, der im Iran wegen terroristischer Umtriebe angeblich zum Tode verurteilt und an jedem Tag auch hingerichtet wurde. Um Missverständnissen vorzubeugen, jedes Todesurteil ist eines zu viel und erst recht jedes vollstreckte Todesurteil, und zwar unabhängig davon, ob das im Iran passiert, in China oder in den USA. Insoweit ist das zu verurteilen, dass dieser Deutsch-Iraner hier hingerichtet worden ist, auf der Grundlage von Behauptungen, Beschuldigungen, Verurteilungen. Die genauen Hintergründe kennen wir ja nicht, haben die Medien ja auch nicht berichtet, aber auf jeden Fall gilt unser Mitgefühl, wie ich meine, den Angehörigen. Es war natürlich ein Unrecht, ihn hinzurichten. Nichtsdestotrotz ist es doch interessant, dass über 200 Menschen sterben können als Folge israelischer Angriffe, Palästinenser wie auch Libanesen, aber die hiesigen Medien in Deutschland fokussierten sich an jedem Tag auf die Hinrichtung dieses deutschen Iraners
des Deutsch-Iraners. Außenministerin Baerbock sprach in dem Zusammenhang von einer Ermordung durch das iranische Regime. Die Meinungsmacher überschlugen sich in Forderungen, nun endlich den Iran zur Rechenschaft zu ziehen, die diplomatischen Beziehungen abzubrechen und, hast du nicht gesehen, immer noch mehr Druck auf den Iran. Diese Leute haben immer noch nicht verstanden, dass man zwar iranische Politik völlig zu Recht in der Sache immer wieder kritisieren kann und muss, dass aber die iranische politische Führung aus guten Gründen es völlig kalt lässt, was die Bundesregierung sagt oder nicht sagt. Das ist ja leider so, dass im Grunde genommen die wenigsten Länder auf der Welt noch ernst nehmen, was die deutsche Außenpolitik und die deutsche Politik generell von sich gibt, weil uns niemand mehr ernst nimmt. Diese große Kluft zwischen einem ständigen Moralisieren, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte und der russische Angriffskrieg in der Ukraine so sehr zu verurteilen, ist er ja auch. Aber wenn umgekehrt Hunderte von Menschen sterben im Nahen Osten innerhalb kürzester Zeit, das ist dann bestenfalls ein Schulterzucken wert. Das kann man nicht plausibel auf Dauer durchführen, eine solche Politik, ohne ernsthaft Schaden zu nehmen. Ich glaube, dass wirklich außerhalb der Europäischen Union, außerhalb der USA und vielleicht noch einiger weniger gutwilliger die deutsche Politik bestenfalls noch zur Kenntnis genommen wird oder ansonsten aber auch nicht. Aber jedenfalls, es ist schon interessant, dass die deutsche Außenministerin von der Ermordung des Deutsch-Iraners spricht. Aber haben Sie vergleichsweise Statement gehört mit Blick auf die hohen Todeszahlen im Gazastreifen oder im Libanon? Die Bundesregierung hat zum Jahrestag des 7. Oktober 23, also zum Jahrestag, wie gesagt, am 7. Oktober 24, gab Kanzler Olaf Scholz bekannt, dass die Bundesregierung die Waffenlieferungen in Israel wieder aufnehmen werde. Die waren zwischenzeitlich unterbrochen worden, vor allem aufgrund des Umstandes, dass Nicaragua eine Klage gegen Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof eingeleitet hatte in Den Haag wegen Beihilfe zum Völkermordes, des israelischen Völkermordes und vor allem deswegen, weil Deutschland Waffen liefert an Israel. Die deutschen Waffenlieferungen sind für Israel nicht kriegsentscheidend, das sind die amerikanischen Waffenlieferungen, aber trotzdem ist Deutschland das weltgrößte Waffenlieferant. Und der deutsche Kanzler Olaf Scholz, der also in Istanbul nicht erkennen konnte, dass es einen Völkermord gibt im Gazastreifen, hat also sozusagen grünes Licht erteilt für weitere Waffenlieferungen an Israel. Allein im Zeitraum August bis Oktober 24 hat Deutschland wieder Waffen geliefert in Israel in der Größenordnung von 100 Millionen Euro. Parallel dazu, und jetzt kommen wir zum nächsten Kriegsschauplatz, Libanon. Parallel dazu reiste also Annalena Baerbock nach Beirut und beklagte bitterlich in Beirut, dass der Libanon durch israelische Angriffe mehr und mehr in Mitleidenschaft gezogen werde. Sie beklagte, dass es nicht gut wäre, wenn der Libanon Schaden nimmt, wenn er zerstört werde. Und im Übrigen gab sie ihren libanesischen Gesprächspartnern mit auf den Weg, das wichtigste Ziel, das es zu erreichen gelte in der Region, sei, dass die Menschen, die aus dem Norden Israels vertrieben worden seien, wieder zurückkehren können in ihre Häuser. Das sagte sie nicht in Tel Aviv, das wäre okay gewesen, nein, das sagt sie in Beirut. Das sagt sie ihren libanesischen Gesprächspartnern in einer Situation, wo infolge der israelischen Angriffe auf den Libanon seit September 1,2 Millionen Menschen mindestens vertrieben worden sind, vor allem aus dem Süden des Libanon. Und ebenfalls im Osten des Libanon sind sie auf der Flucht. 1,2 Millionen Menschen auf der Flucht in einem Land mit 5,5 Millionen Menschen. Das entspricht, wenn man das auf deutsche Verhältnisse einwohnerzahlmäßig übertragen wollte, einer Flüchtlingszahl von etwa 17 Millionen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, es gäbe in Deutschland 17 Millionen Binnenflüchtlinge. Was da los wäre? Ja? Aber kein Problem. Aus Sicht von Annalena Baerbock, die Menschen im Norden Israels, sie müssen wieder zurückkehren können in ihre Häuser. Wenn sie gesagt hätte, die Menschen in der Region, ob im Norden Israels oder im Süden des Libanon, müssen wieder in ihre Häuser zurückkehren können, wenn sie es so rumformuliert hätte, wäre es in Ordnung gewesen. Man fragt sich, ist das Dummheit eine solche Aussage? Ist das Zynismus? Ist das beides? Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus Ahnungslosigkeit, Gleichgültigkeit und ja, ich trete jetzt einfach mal vor die Presse und sage, das politisch Korrekte, da kann mir keiner was. Ich glaube aber darüber hinaus, ehrlich gesagt, dass es noch eine andere Komponente gibt, ohne jetzt den Bogen zu weit spannen
zu wollen. Ich komme gleich zurück in den Libanon. Ich glaube, es gibt wirklich in der westlichen Politik, auch in der deutschen Politik auf der Entscheiderebene, mittlerweile eine Geisteshaltung, die man vielleicht nicht ganz untreffend als Nihilismus bezeichnen könnte. Es geht nicht mehr darum, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, wie ja jeder Minister in seinem Amtseid bekräftigt. Es geht nicht mehr darum, irgendwelchen Idealen zu folgen, ungeachtet jeder Moralisierung in der deutschen Politik. Es geht nicht wirklich darum, der vielbeschworenen Rhetorik rund um Freiheit, Demokratie und Menschenrechte Genüge zu tun. Wir leben ja offiziell in einem Teil der Welt, wo es darum geht, die Freiheit gegen den Autoritarismus zu verteidigen. Dieses ganze Geschwätz ist im Grunde genommen bedeutungslos. Sowieso, das ist ja evident. Aber im Kern glaube ich, dass es den Machteliten mittlerweile nur noch darum geht, ihre eigenen Positionen, ihre eigenen Überzeugungen und damit auch ihre eigenen Machtpositionen zu bewahren. Im Zweifel auch wieder jede faktische Evidenz. Solange nicht geopolitische Widersacher gegen internationale Rechtsnormen verstoßen, können sie das tun, so viel sie wollen. Die israelische Armee hat wiederholt Räumungsbefehle gegeben für Städte im Libanon und die Bevölkerung aufgefordert, verschwindet, denn wir bombardieren jetzt diese eure Städte. Nur mal als Gedankenspiel, was wäre eigentlich, wenn die russische Regierung sagen würde, so passt mal auf, liebe Bewohner in Kiew, ihr habt 12 Stunden Zeit, die Stadt zu verlassen, danach machen wir Flächenbombardements. Ich glaube, die hiesigen Entscheider wären empört und die medialen Lautsprecher dieser Entscheider, die würden sich gar nicht mehr einkriegen können. Und die Kluft zwischen erfahrbarer Realität und dem, was hiesige Entscheider als Wirklichkeit wahrnehmen, wird immer größer. Nihilistisch ist diese Auffassung deswegen, weil sie im Grunde genommen auch es akzeptieren würde, die gesamte Welt in die Luft zu jagen, sofern nicht eigene Überzeugungen ins Wanken geraten. Und da das, was gerade auch die Bundesregierung an Performance leistet, ja nicht nur im Bereich der Außenpolitik, sondern auch im Bereich der Innen- und Wirtschaftspolitik insbesondere, ein einziges durchgehendes Desaster darstellt, bedarf es natürlich auch einer äußeren Feindstellung. Und der äußere Feind ist natürlich Russland und natürlich muss man russische Politik kritisieren, gar keine Frage, darum geht es nicht. Aber die Dämonisierung Russlands steht ja in einem wirklich auffallenden Kontrast zum Wohlwollen, mit dem das Agieren Israels im Nahen Osten betrachtet wird. Und ich glaube, dass diese nihilistische Gesinnung wirklich sehr, sehr gefährlich ist, weil sie uns mehr und mehr in den Abgrund zieht, weil sie die Unterschiede verwischt zwischen richtig und falsch. Alles wird beliebig, solange es nur meinen eigenen Interessen dienlich wird. Und anstatt diese Politik in Frage zu stellen oder auch selbstkritisch das, was man zu verantworten hat, zu hinterfragen, neigen politische Entscheider natürlich dazu, externe oder auch interne Akteure verantwortlich zu machen für das, was schiefläuft. Das ist, im Äußeren ist das natürlich Russland, im Inneren ist das die AfD. Rein theoretisch könnte man ja auch mal selbstkritisch fragen, was hat eigentlich die Bundesregierung falsch gemacht, dass nun also die Industrie hierzulande massiv in die Schieflage gekommen ist. Ein wesentlicher Grund dafür ist natürlich die Aufkündigung der Energiepartnerschaft mit Russland. Deutschland hat keine billige Energie mehr und das merken die deutschen Großunternehmen. Deswegen wandern sie ja auch scharenweise ab. Und jetzt hat es VW erwischt. Und das ist ja nur das Vorspiel, das ist ja noch lange nicht der Hauptakt. Es werden noch Zehntausende von Arbeitsplätzen, wenn nicht Hunderttausende verloren gehen, weil die Deindustrialisierung in Deutschland auf bestem Weg ist. Das ist ein anderes Thema. Ich kehre sofort zurück zum Thema Libanon. Aber es gibt doch insoweit eine Gemeinsamkeit, als ja auch hier keine Ursachenforschung betrieben wird. Man könnte ja mal selbstkritisch fragen, okay, es gab die Versuche, durch Sanktionen Russland zu schwächen. Dieser Versuch ist aber als gescheitert anzusehen. Also könnte man doch jetzt mal Konsequenzen ziehen aus dieser unsinnigen Entscheidung, die Wirtschaftsbeziehung mit Russland zu beenden, ohne bezahlbare Energiealternativen zu haben, die Deutschland nicht hat. Wir bezahlen mit die Höchstpreise auf dem Weltmarkt, weil wir sehr viel Energie, nicht wir, die Bundesregierung und Unternehmer, nicht zu langfristigen Vertragspreisen beziehen, sondern eben zu Spotmarktpreisen. Und diese ganze Entwicklung wird sich noch dramatisch
fortschreiben in den nächsten Monaten und Jahren. Das ist also eine selbstverschuldete Misere. Aber glauben Sie ernsthaft, dass diejenigen, die das zu verantworten haben, der Bundeskanzler, der Wirtschaftsminister an allererster Stelle, glauben Sie ernsthaft, dass die zugestehen werden, dass sie einen Fehler gemacht haben, der zum Niedergang Deutschlands als Industriemacht und als ein Land mit Wohlstand maßgeblich beigetragen hat? Glauben Sie das wirklich? Nie im Leben wird das geschehen. Da bedarf es dann lieber neuer Kampagnen, der Aufrüstung, um dem Feind, dem Russen entgegenzusetzen und natürlich dann eben die Verteidigung der Demokratie, indem man die AfD bekämpft. Es gibt an der AfD nichts zu beschönigen, nichts gut zu heißen. Das ist eine Partei, die Emotionen bündelt, berechtigte Emotionen wider die Regierung. Aber die Rezepte, die die AfD anbietet zur Überwindung dieser Krise, sind in vielerlei Hinsicht fragwürdig. Das ist aber jetzt nicht das Thema. Wichtig ist für mich der Verweis darauf, dass dieser Nihilismus, den wir beobachten können, nicht allein in der deutschen Politik, dazu beiträgt, dass der Niedergang des Westens, angeführt durch die USA, im Grunde genommen ein Tempo zunehmen wird. Denn andere sind in der Lage, in der Wirklichkeit zu lesen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir sind es nicht. Wir leben in Traum- und in Scheinwelten. Und dieses Beispiel der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, die allen Ernstes in Beirut erklärt, dass das Wichtigste in der Region die Sicherheit für die Menschen im Norden Israels sei, während gleichzeitig 1,2 Millionen Libanesen auf der Flucht sind. Und dazu sagt sie nichts. Das ist ein Offenbarungseid, das ist eine Bankrotterklärung. Das sagt im Grunde genommen aus, dass diese deutsche Politik am Ende ist. Das kann ich auch nicht mehr rechtfertigen mit feministischer Außenpolitik oder mit irgendeinem anderen Nonsens, was man als Label daraus setzt. Das ist eine Bankrotterklärung der deutschen Politik. Mein Gott, wir hatten mal Willy Brandt und Egon Bahr als diejenigen, die Außenpolitik gestaltet haben, auf eine konstruktive, gute Art und Weise, Stichwort Ostpolitik. Und was wir heute erleben, das ist die Karikatur einer konstruktiven Politik. Kommen wir noch einmal auf den Libanon zu sprechen. Seit September bombardiert die israelische Luftwaffe regelmäßig den Libanon. Zahlreiche Führungspersonen auf der Ebene der Hisbollah wie auch auf der Ebene der Hamas sind getötet worden. Und in der westlichen Wahrnehmung ist dann die Illusion häufig vorherrschend, naja, wenn die Führungskader tot sind, dann kann man jetzt ja endlich Frieden machen. Denn es sind ja diese Terroristen, die den Unfrieden in die Region getragen haben. Wer so argumentiert, hat nicht verstanden, worum es geht. Das Problem ist der israelische Siedlungskolonialismus. Das Problem ist der Anspruch Groß-Israels auf die gesamte Region Palästinas und teilweise sogar darüber hinaus. Ich habe ja diese Fantasie der Ultrarechten erwähnt, Israel möge vom Euphrat bis zum Tigris reichen. Das nicht zu erkennen, ist ein großes Versäumnis der deutschen Politik. Und hier nicht entsprechend zu intervenieren, ist ein eklatantes, ein epochales Versagen. Israel also fordert seit Wochen die Bevölkerung im Libanon auf, ihre Häuser zu verlassen. Israel bombardiert großflächig und zerstört großflächig ganze Dörfer im Süden des Libanon, sodass eine Rückkehr dorthin nicht mehr möglich ist. Es wird großflächig zerstört. Das hat mit Terrorbekämpfung nichts zu tun. Das ist ein Akt des Staatsterrorismus mit dem Ziel, die Menschen ins Elend zu treiben, in der irrigen Annahme, sie würden sich jetzt gegen die Hisbollah erheben und dadurch das Rückgrat der Hisbollah zerstören. Es ist aber nicht nur so, dass die Israelis lediglich schiitische Wohngebiete und Hisbollah-Positionen bombardieren, sondern sie bombardieren mittlerweile das gesamte Land. Sie bombardieren auch christliche Dörfer und Gegenden, in denen ausschließlich Sunniten oder Drusen leben. Das ergibt keinen Sinn. Ich meine, wenn ich jetzt wirklich nur Terrorbekämpfung machen will, dann muss ich nicht christliche Dörfer bombardieren mit Dutzenden Toten. Man tut es aber trotzdem. Warum? Um die Bevölkerung zu terrorisieren, um ihnen klar zu signalisieren, es gibt keinen Ort im Libanon, wo ihr in Sicherheit seid. Und wir nehmen uns die Freiheit heraus, auch christliche Dörfer zu zerstören und anzugreifen. Und was ich faszinierend finde, ist, man müsste doch nur denken, dass die christlichen Kirchen im Westen, dass sie das verurteilen, dass sie an die Adresse Israels gerichtet sagen, ihr geht zu weit, hier ist die rote Linie, es ist schlimm genug, dass ihr die schiitischen Gebiete bombardiert. Aber wenn ihr jetzt auch noch christliche Dörfer angreift, dann hört wirklich der Spaß aus unserer Sicht auf. Haben Sie solche Verlautbarungen gehört von hiesigen Kirchenrepräsentanten, ob protestantischer oder katholischer Herkunft? Es gibt sie nicht. Es ist egal. Israel kann tun, was immer es zu tun beliebt. Und das ist eine besorgniserregende Entwicklung, denn die israelische Regierung dreht frei.
Es handelt sich nicht um rationale Akteure dort selbst in Tel Aviv, sondern es handelt sich um Leute, die verstanden haben, im Rahmen ihrer ultrarechten Ideologie, ihrer ganzen Groß-Israel-Fantasien, dass die Welt, also sprich die USA insbesondere, das ist ja der entscheidende Macht in diesem Zusammenhang, dass sie Israel gewähren lassen mit verheerenden Folgen für die Region. Ja? Der Libanon wird genauso zerstört werden wie der Gazastreifen. Ja? Das Land hat, das war ja sowieso schon am Boden, schon vor den israelischen Angriffen, aber jetzt ist das erst recht. Parallel dazu gibt es Bemühungen, einen Waffenstillstand zu erreichen im Libanon. Und diese Waffenstillstandsvorstellungen, die es hier gibt von israelischer Seite, sind wirklich absurd. Der Chef, Unterhändler von amerikanischer Seite, ist ein Mann namens Amos Hochstein, ein amerikanisch-israelischer Doppelstaatler, der, nun, wie soll man sagen, also israelischen Positionen doch sehr zugeneigt ist. Und was er nun der libanesischen Seite vermittelt, ist Folgendes. Im Grunde genommen soll der Libanon komplett kapitulieren. Also die Israelis verlangen für sich die Freiheit, jederzeit im Libanon militärisch intervenieren zu dürfen. Die libanesische Armee soll zwar in Richtung israelischer Grenze eingesetzt werden, aber nur sehr begrenzt. Im Prinzip beansprucht Israel für sich das Recht, den Libanon als eine Art Protektorat zu behandeln, wo man jederzeit militärisch intervenieren kann, wenn immer etwas da geschieht, was einem nicht gefällt. Die Israelis sollen freies Recht haben, nach Belieben auch weiterhin, was sie sowieso seit Jahren tun, den libanesischen Luftraum zu verletzen. Aber nun soll es gewissermaßen ihnen zugestanden werden, dass sie dieses tun dürfen. Und der Libanon soll im Grunde genommen umfassend kapitulieren. Parallel dazu greift Israel die Station der UNIFIL, der Truppen der Vereinten Nationen im Süden des Libanon an. Im Monat Oktober 2024 ist an jedem einzelnen Tag sind die Stellungen der UN-Soldaten angegriffen worden. Man hat dabei Beobachtungsposten, militärische Anlagen und dergleichen zerstört. Mehrere Soldaten sind verletzt worden. Klarer Bruch des Völkerrechts. Who cares? Israel kann sich das erlauben, dank an die USA. Man hat hier gewissermaßen einen Freibrief von israelischer Seite. Wohin die Reise geht, ist nicht ganz klar, denn die Hisbollah ist nicht besiegt. Und sie wird auch nicht ohne weiteres zu besiegen sein. Insoweit ist es nicht davon auszugehen, dass die Libanesen sich, dass die libanesische Regierung, selbst wenn sie das wollte, diesen israelischen Vorstellungen Genüge tut. Der Widerstand der Hisbollah gegen diese israelische Anmaßung wird weitergehen. Es wird auch keine Friedensverhandlungen geben in Sachen Gazastreifen, wie erwähnt. Die Israelis wollen auch weiterhin dort jeden Zugriff haben und sie werden das Elend dort verwalten, mehr aber auch nicht mit dem Ziel, möglichst viele Menschen zu vertreiben. Also eine Politik, die im Grunde genommen darauf basiert, verbrannte Erde zu hinterlassen. Kann man natürlich machen. Die Frage ist nur, ist das eine gute Idee oder ist das keine so gute Idee? Darüber kann man streiten. Die pro-israelischen Kräfte werden natürlich sagen, ja, nur so können wir uns gegen den Terror wappnen. Und die etwas Vernünftigeren werden sagen, naja, so erzeugt man immer mehr Terror, immer mehr Hass gegen Israel und darüber hinaus gegenüber Juden weltweit, weil ja Israel sich gerne auch verkauft als das Land, das identisch sei mit jüdischen Interessen, was keineswegs der Fall ist. Es gibt genügend jüdische Institutionen und Organisationen, die sich von dieser verbrecherischen Politik Israels distanzieren. Die sind da sehr viel weiter als etwa die Bundesregierung. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt natürlich erstmal alles beim Schlechten und es ist nicht davon auszugehen, dass hier die Lage sich verbessern wird. Kann man diplomatisch die Lage befrieden? Am 26. Oktober haben die Israelis den Iran angegriffen. Das war der lange erwartete Vergeltungsschlag. Und dieser Vergeltungsschlag fiel ja nun gemessen an israelischen Vorstellungen relativ gemäßigt aus. Das haben die Israelis nicht aus Nettigkeit getan, sondern weil die Amerikaner ihnen ganz klar signalisiert haben, wo die roten Linien sind. Wir haben Wahlkampf in den USA. Man wollte nicht, dass in den letzten Tagen, in den letzten zwei Wochen noch die ganze Region explodiert mit allen Folgen, die das dann haben könnte. Ja? Sie haben nicht das getan, was sie angekündigt hatten, nämlich, dass sie die Ölanlagen und dass sie die Atomanlagen bombardieren könnten, dergleichen mehr. Das war ein sehr, ich sag mal, konditionierter Angriff, ja, mit dem die Iraner auch leben können. Ob sie dafür Vergeltung suchen werden oder nicht, bleibt abzuwarten. Aber im Prinzip war dieser israelische Schlag bei weitem nicht das, was die Israelis hätten leisten können, wenn die Amerikaner sie denn gelassen hätten. Das bedeutet im Klartext, wenn die Amerikaner wollen, dann können sie Israel in die Pflicht nehmen, dann können sie den Terror und die Gewalt im Gazastreifen und
im Libanon beenden, wenn sie es denn wollten, aber sie wollen es nicht. Das geostrategische Interesse der USA und Israels ist identisch. Man will den Iran schwächen, aber bitte nicht so, dass das Ganze auf die Innenpolitik der USA zurückschlägt. Dadurch, dass sich Israel vergleichsweise in Anführungsstrichen zurückgehalten hat durch die Vergeltung der Vergeltung, bedeutet nicht, dass der Konflikt mit dem Iran beigelegt wäre. Wir haben jetzt ein Zwischenstadium. Der Konflikt wird natürlich weitergehen. Auf allen Ebenen im Gazastreifen, auf palästinensischer Ebene, im Libanon und auch mit dem Iran wird es weitergehen. Und es entstehen neue Allianzen und neue Reaktionen. Auch es war hochinteressant zu sehen, dass Saudi-Arabien den israelischen Angriff auf den Iran verurteilt hat. Ich meine, Saudi-Arabien und Iran sind historisch Widersacher. Und sie sind erst im letzten Jahr zusammengekommen aufgrund der Versuche Chinas, die erfolgreich waren. Und die Amerikaner versuchen nun seit langer Zeit, Saudi-Arabien zu einem Friedensschluss mit Israel zu bewegen, was die Saudis aber nicht tun, aufgrund der verheerenden Situation in den palästinensischen Gebieten. Und nun verurteilt Saudi-Arabien diesen Angriff auf den Iran. Also die Golfaraber wollen keine Eskalation, wie die Amerikaner und die Israelis das möglicherweise wollen. Und wenn man es jetzt positiv wendet, dann kann man hoffen, dass aufgrund des langsamen, aber doch stetigen Niederganges der westlichen Hegemonie, der amerikanischen Hegemonie insbesondere, die ja sozusagen die EU mit ins eigene Boot genommen hat, Stichwort Werteorientierung und die Europäer als Juniorpartner US-amerikanischer Interessen, das ist ja so das Geschäftsmodell, dass auch die Transatlantiker hierzulande immer wieder propagieren. Robert Habeck nennt das dienende Führung. Also dieses Modell ist, glaube ich, immer mehr zum Scheitern verurteilt. Also der Westen setzt sich immer mehr ins Unrecht, isoliert sich immer mehr. Die Wirtschaftsleistung des Westens nimmt ab, mit Ausnahme der USA. Deren Wirtschaftsleistung ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Aber die sind auch nicht so dumm, jenseits von aller Rhetorik, wie zum Beispiel die Deutschen, die auf ihren eigenen Wohlstand verzichten. Einfach nur so, weil irgendwie wegen der Werte und weil wir müssen ja und so weiter. Ja? So blöd sind unsere europäischen Nachbarn, sind auch die Briten, sind die Franzosen nicht. Die Deutschen sind aber nicht in der Lage, autonom zu agieren. Sie haben auch kein Verständnis von Außenpolitik. Sie haben kein Verständnis davon, wie Diplomatie funktioniert. Sie verwechseln Diplomatie mit Moralisierung. Und sie glauben allen Ernstes, dass die Welt ohne Deutschland nicht könne. Das ist immer noch die vorherrschende Überzeugung in Berlin. Wir sind diejenigen, die weltweit sozusagen moralische Maßstäbe setzen können. Und es ist wirklich, ohne den Bogen zu weit spannen zu wollen, interessant zu sehen, wie in Georgien ein Wahlausgang zugunsten einer Partei, die als pro-russisch gilt, nicht akzeptiert wird. Da sagt man dann, ja, Wahlfälschung. Ähnliches war in Moldawien zu beobachten. Da war auch der Vorwurf der Wahlfälschung erhoben. Aber dann haben die pro-europäische Fraktion hauchdünn gewonnen. Dann war nicht mehr die Rede von Wahlfälschung. Und dieses ganze Geschwätz, diese ganze Rhetorik, dieses Runterbrechen von Konflikten auf Schwarz und Weiß, die Guten gegen die Bösen, gerade in Georgien. Ich meine, Georgien ist ein Land, das klein ist und das Russland als Nachbarn hat. Die werden Teufel tun. Sie können es auch ökonomisch gar nicht, mit Russland zu brechen. Die Vorstellung der EU und der USA, dass Georgien dieses tun möchte, idealerweise sogar noch Mitglied der NATO wird, völlig absurd. Da müssen die Russen auch gar nicht in Georgien einmarschieren. Das haben die gar nicht nötig, ja? Weil von den Grenzen der Russen in Südossetien, besetzt 2008, als damals der dortige Regierungschef Saakashvili den Wahn hatte, Russland angreifen zu müssen, weil er glaubte, die USA würden ihn unterstützen. Haben sie aber nicht, haben ihn fallen lassen. Naja, und dann war eben Georgien zwei Landesteile los, Südossetien und Abchasien. Und von Südossetien aus sind es Luftlinie keine 60 Kilometer bis nach Tiflis, bis zur Hauptstadt, wenn von dort Artillerie eingesetzt wurde in Richtung Georgien. Also da müsste kein russischer Panzer rollen. Das kann man alles mit Artillerie regeln, wenn man es denn wollte. Aber es gibt ja auch vernünftige Vorschläge der russischen Seite, zum Beispiel die, dass man eine diplomatische Lösung für Südossetien und Abchasien findet. Das ist ja aus Sicht der Georgier, die wirtschaftlich eng verbunden sind mit Russland, viel enger als mit der Europäischen Union, ist das ja auch sinnvoll. Georgien könnte, genauso wie die Ukraine, theoretisch hätte es sein können, ein Bindeglied zwischen Ost und West, ein Transitstaat, wo sich sozusagen zwei Welten konstruktiv begegnen. Da wir aber der Meinung sind, es gibt nur Schwarz oder Weiß, nur Gut oder Böse, nur uns oder die, reiten wir uns selber immer mehr in den Abgrund und andere mit uns. Und es gibt hier einen mentalen Zusammenhang
zwischen dieser nihilistischen Haltung, die wir haben gegenüber den Ereignissen im Nahen Osten und denen in anderen Teilen der Welt. Ja? Weil wir gucken nicht darauf, wie kann man durch Kompromisse eine multipolare Welt helfen aufzubauen, sondern wir suchen unsere Widersacher sozusagen in die Knie zu zwingen. Aber diese unsere Widersacher wissen sich zu wehren, sie organisieren sich, wie zu sehen in Kasan, als es ein großes BRICS-Treffen gab und die Empörung in den westlichen Medien, in den deutschen Medien. Das musste der mal vorstellen. Da reist der UN-Generalsekretär nach Kasan und begibt sich da in diese Schurkenvereinigung dort. Also in der Vorstellungswelt hiesiger Entscheider und Meinungsmacher scheint es ja so zu sein, dass eine Institution wie die Vereinten Nationen nur die Aufgabe hat, den Wertewesten zu repräsentieren. Mit anderen soll man idealerweise gar nicht reden. Aber wenn derselbe Wertewesten keine Meinung hat zu dem Völkermord, zu dem Genozid im Gazastreifen, dann kann er jedes Geschwätz über Werte, Demokratie, Freiheit und Menschenrechte genauso gut auch bleiben lassen. Die Heuchelei, die wir uns leisten, ist so offenkundig, dass sie eigentlich von jedem erkannt wird, der 3 und 4 bereit ist zu addieren. Aber unsere Entscheider, unsere Meinungsmacher sind das nicht. Alles hängt mit allem zusammen. Es bleibt unruhig in der Region und es ist wirklich beschämend zu sehen, was sich Deutschland hier leistet. Das Versagen deutscher Politiker, namentlich der Außenministerin und des Bundeskanzlers, könnte größer nicht sein. Auf diese Menschheitskatastrophe fällt ihnen nichts ein, außer leere Rhetorik und Waffenlieferungen. Das ist ein Offenbarungseid der deutschen Politik und man hat oft genug das Gefühl, Menschenskinder, man kann wirklich nicht so viel fressen, wie man kotzen möchte. Es muss doch möglich sein, hier zurückzufinden zu einer Politik des Humanismus. Man muss ja nicht das eine gegen das andere ausspielen, aber ich kann doch nicht ernsthaft sagen, aufgrund der jüngeren deutschen Vergangenheit sind wir der Meinung, dass es völlig okay ist, wenn Israel einen Genozid begeht. Das ist eine völlig verquere Logik, die aber in Deutschland vorherrschend ist. Und das Ganze wird sich eher noch zum Negativen weiter ausweiten. Ich erwähnte ja, dass in den USA schon Kritik an Israel und pro-palästinensische Demonstrationen in den Bereich der Terrorverfolgung verortet werden sollen. Ähnliche Bestrebungen gibt es hier in Deutschland. Das Ganze wird also auch innenpolitisch bei uns noch zu massiven Verwerfungen führen. Das alles müsste nicht sein. Es ordnet sich dieser Vorgang ein in das größere Versagen der hiesigen Politik, auf die großen Fragen der Gegenwart keine Antworten zu kennen. Man ist ja nicht mal bereit, einen öffentlichen Diskurs zu führen über die großen Herausforderungen unserer Zeit. Ganz im Gegenteil, da beschließt der Kanzler quasi im Alleingang, beraten von 3, 4, 5 Leuten, dass US-amerikanische Raketen 2026 hier stationiert werden. Und wer sich dagegen ausspricht, ist eben Putin-Freund. Es gibt darüber nicht einmal eine Debatte im Parlament. Nicht einmal das. Eine Handvoll von Leuten beschließt etwas, das weitreichende Forderungen für die Sicherheit Deutschlands hat. Völlig egal. Aber wir leisten uns den Luxus von Wahlen. Und ich hoffe, dass, sagen wir mal, dann doch die einen oder die anderen hellhörig werden und sich dann doch sehr genau überlegen, wo man beim nächsten Mal sein Kreuz macht. So viel Auswahl hat man da ja leider nicht. Es ist ja sozusagen vieles im selben Gewand gekleidet. Aber ich glaube, es braucht wirklich eine Zäsur. Und wir erleben ja auch in Deutschland die Umbrüche, das Erstarken von AfD, die große Resonanz des BSW. Das alles ist ja auch eine Antwort darauf, dass immer mehr Menschen in Deutschland verzweifeln und das Gefühl haben, so geht es nicht weiter. Und der Nahe Osten ist lediglich ein Baustein von mehreren in diesem Kontext. In diesem Sinn danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.